Hey Leute, hier ist Handit. Ja, also morgen ist es soweit. Kommt das Update auf dem deutschen Server. Und Robin hat sich nochmal die Mühe gemacht und die Route sich genau betrachtet. Sie zieht jetzt wirklich jeweils 20 Energie ab und lädt nicht mehr auf. Das heißt, sie ist nochmal deutlich gebufft worden von IGG. Wie damals die Medusa eben auch mit der Energiereduktion. Und ist jetzt, denke ich, eine wirkliche Option im Lost Battlefield. Und dementsprechend wollte ich mit euch nochmal eine Runde mit ihrem Lost Battlefield drehen. Könnt ihr euch nochmal ein abschließendes Urteil bilden zu der guten? Und wir werfen mal einen Blick rein, welchen Platz wir überhaupt sind. Platz 77. Mal gucken, ob wir es schaffen, in den Top 100 zu bleiben. Aber boah, hier, Sigmar ist immer mit vorne dabei, hat schon 1359. Na, mal schauen, was heute noch geht. Dann nochmal einen Blick auf die Teams werfen. Also, ich ist ja weiterhin in meinem Aries-Team mit drinne. Ich bin schon gespannt, wenn das Update auf dem deutschen Server draußen ist, was ihr dazu sagt. Okay, der erste Rewall hat uns verschlechtert. Nochmal verschlechtert. Dann machen wir jetzt trotzdem erstmal hier einen Kampf. Und schau mal, was geht. Oh, gegen Demogorgon da hinten. Oh Gott, und der Demo hat gebrockt. Das wirkt, glaube ich, nischt. Es sei denn, oh, Michaels Kopie könnte es hier gerissen haben. Oh, und knapp. Rudi gegen Rudi hat noch ausgereicht. Ah, okay. Okay, gegen SK Golem-Team. Da darf der Golem nicht zum Proc kommen. Und wir müssen hier trotzdem ordentlich Schaden raushauen. Und es sieht gut aus. Ah, Golem down. Viel Energiereduktion. Danke. So, 31 Punkte. Okay. Oh, und noch weiter runter von den Punkten. Okay, eine deutliche Steigerung. Immerhin kann man hier ein paar mehr Punkte noch einfahren, wenn wir den Kampf denn gewinnen können. Und wir schauen mal. Okay, Aries Team. Da haben wir viel Stun. Lady Leoprock ging nach hinten. Ein Glück. Wäre der Lady Leoprock vorne reingegangen, wären alle gestunt gewesen. So war nur Rudi kurzzeitig gestunt. Das war nicht mehr ganz so schlimm. Okay, wieder gegen Golem Team. Aries sehe ich nicht dabei. Und hier hängt es jetzt davon ab, dass wir Damage fahren und es kommt sehr wenig Damage. Und wenn der Golem da zum Proc kommt, ist der Kampf definitiv vorbei. Die Heilung kriegen wir nicht weg. Okay, Dreadwake lebt noch. Perfekt. Da macht sich die Streuung auf Phantom King bemerkbar. Und wir reißen es hier eventuell. Oh nein. Das kriegt er nicht hin. Ach, Doppel-Evo. Grimfiend hat uns zerlegt. Okay, letzter Kampf. Elektriker gegen Elektriker. SK mit dabei. Okay, wir haben Heilung, haben aber den Stun erstmal von Medusa. Oh, das sieht richtig böse aus. Da muss jetzt der Baum mal zünden. Und der Baum eiert da hinten Ewigkeiten rum. Oh Gott. Okay, da ist der Baum. Jetzt müssten wir Heilung haben. SK müsste wieder da sein. Oh mein Gott. Knapper Kampf. So, aber gewonnen. 39 Punkte. Okay. Ach Mann, warum sind die Gegner hier so weit unten? Da kriegen wir doch kaum Punkte. Können nur noch einmal rerollen. Nee, da müssen wir den Kampf machen für den Fall, dass wir noch so einen echten Brocken hier kriegen, den wir nicht schaffen. Okay, der Lileo. Fünfer klicken. Okay, aber. Wir sind zum Proc gekommen. Perfekt. Medusa hat gut geprockt. Trixie hat gut geprockt. Dann fahren wir so viel Damage, das reicht. Okay, gegen SK. Muss Grimfiend den Self-Buff runter. Okay, das sah richtig einfach aus. Wunderbar, aber es gab wenig Punkte. Okay, na hier werden wir auch nicht rerollen, für den Fall, dass wir uns wieder verschlechtern. Okay, der Lideo steht ganz hinten. Vorne steht allerdings ein Golem. Puh, ein Glück. Ja, Golem ist immer so eine Sache. Wenn der zum Proc kommt, die Heilung mit Damage wegzumachen, schafft man meistens nicht. Okay, sieht gut aus. Wir procken zuerst. Da ist allerdings schon Michael aktiv. Aber es sollten wir schaffen. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis der Michael down ist. Perfekt. Okay, gab allerdings wieder nicht viel Punkte. Aber 1304 haben wir schon mal geknackt. Jetzt können wir noch einmal rerollen. Na, eine leichte Verbesserung. Mal gucken. Mal schauen, was geht. Okay, eine Candy Cane sehe ich jetzt in letzter Zeit wieder sehr häufig im Lost Battlefield. Ich bin auch am Überlegen, meine jetzt doppelt zu evolvieren und sie wieder mit ins Team zu nehmen. Okay, Arktika, Golem, SK. Okay, wir müssen hier viel
viel streuen und dann genug Damage fahren, dass die schnell umkippen. Aber der SK macht uns da das Leben schwer. Oh nee. Der haut aber zum Glück auf den Dreadrake, der da gut lange aushält. Perfekt. Oh, super. Das lief ja heute sehr gut. Konnten wir uns nochmal hier hochkämpfen. Mal schauen, für welche Platzierung es reicht. Ja, und ansonsten sollte es das eigentlich auch schon gewesen sein. Wir haben uns ja die Gute schon sehr viel angeguckt. Durch den Buff ist sie jetzt nochmal deutlich stärker geworden. Ist, denke ich, trotzdem eher ein PvP-Held, würde ich sie charakterisieren. Man kann sie sicherlich auch bei der Asch-Armee, eventuell beim World Boss und bei HBM einsetzen, aber da hat man jede Menge andere Optionen. Aber so gefällt sie mir erstmal ganz gut und sie wird sicherlich irgendwann Doppel-Evo gehen, wenn ich eventuell ein paar Kopien von ihr mal bekomme. Ja, soweit von mir, eurem Hante, tschüss!